Hallo und herzlich willkommen bei Kani Erlebnispädagogik. Ich bin der Andi und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Brennnesselschnur herstelle, wie man es sonst noch machen kann, was ihr für Möglichkeiten habt, um das dicker und stabiler zu machen, wozu man es einsetzen kann und ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Genau, und hier haben wir auch schon ein paar ziemlich schöne Exemplare, sehr groß, sehr lang. Und für den Zweck habe ich mir auch mein kleines Opinel mitgenommen, das ist ein Achter. Das habe ich auch, das kriege ich jetzt nicht aus der Tasche raus, super. Das habe ich damals auch mit in die Fritteuse geschmissen, wenn es interessiert. Opinel frittieren ist eine ziemlich gute Idee zum feuchtigkeitsresistent machen und ja, sieht auch richtig gut aus. Sieht ein bisschen nach Nussholz aus. Ja, und ich mache mal drei Stück ab. Das heißt, ich gehe da einfach hin und schneide es da durch. Ja, ohne Stativ ist es ein bisschen blöd, aber so geht's. Genau, die drei Stränge nehme ich jetzt mit und dann zeige ich euch, wie ich zum einen als erstes mal die Blätter entferne und zum anderen danach dann das eigentliche Material für die Schnur von der Brennnessel entferne. Bis gleich. Ja, hier sind wir wieder. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich... Jo, das sind Wildgänse, so Nilgänse. Da regt er sich immer furchtbar auf. Wie ich aus den drei Brennnesseln Schnur mache. Genau, erstmal müssen wir die Blätter und Stängel entfernen. Und da habt ihr das Problem mit dem Zängler. Ich persönlich habe das Problem nicht. Also entweder ich bin irgendwie resistent geworden oder bin jetzt auch empfindlich. Seht ihr mich überhaupt bei dem Licht? Ne, probier's mal. Ja, und dann fahrt er nämlich von oben nach unten. Und so ist die Gefahr schon nicht so groß, dass ihr euch zänglet. So, und schon haben wir den ersten Stamm. Bekannte von mir, die wird mich jetzt rügen. Nicht aufrügen, sondern rügen, weil ich die Blätter und Samenstände gerade neben dran geschmissen habe. Das kannst du nicht machen, musst alles verwerten. Ja, sie hat recht. Im Gegenzug, ein befreundeter, ja, siehst du, der Zimmermann, aber der gärtnert ganz viel. Und er sagt, hey, was kaputt geht, komm wieder zu der Mutter Natur und alles ist gut. Ja, Lucky, ich bin gerade mit der Brennnessel beschäftigt. Genau, so. Jetzt haben wir mal die Stängel. Ja, da war gerade Besuch da mal wieder. Also erstaunlich, was heute hier los ist. Aber es liegt wohl am guten Wetter. So, und jetzt müssen wir quasi die äußeren Fasern von der Brennnessel abmachen. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, ihr fahrt ganz flach mit dem Messer da entlang. Und vorsichtig. Ja, zum Teil breiter. An den Knubbeln müsst ihr da dann ein bisschen aufpassen, weil es da leicht auseinander geht. Das ist später dann auch in der Schnur die Schwachstelle. So, und das ist eine Möglichkeit. Irgendwann machen wir das zu blöd. Dann habe ich beschlossen, so. Ganz einfach. Messer weg. Ihr habt quasi das Äußere und das Innere. So, zum Teil kann man es dann auch so faserig wegziehen. Und ich hau da einfach drauf. Und dann habt ihr nämlich die äußere Fasern, die bleiben normalerweise erhalten. Ich glaube, je mehr es dann Richtung Herbst geht, umso weniger. Aber so erstmal. So. Manchmal braucht man es halt doch noch das Messer. Und jetzt könnt ihr das so abziehen. Na, das war jetzt mal nichts. Aber genau da könnt ihr das auseinander machen und das Innere, das Verholzte, das könnt ihr dann quasi wegmachen. Seht ihr? Da ist keine Brennnessel, heißt es auch Rinde? Ne, sagen wir Haut, Brennnesselfasern. Genau, habt ihr da so richtig schöne Brennnesselfasern.
So. Ich finde es jetzt sehr cool, dass ich das einen ganz breiten Streifer habe. Das hatte ich auch noch nie, dass das von der Breite her am Stück bleibt. Aber es lässt sich ganz gut an. Ja, Lucky, wenn du eine kriegst, dann teile ich sie mit dir. So, und jetzt haben wir hier ein richtig fettes Teil. Und ich habe mir gerade überlegt, das lasse ich einfach so, dann ist die Schnur nachher ein bisschen dicker, aber logischerweise auch stabiler. Genau, das mache ich mit die andere auch und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, das ist der nächste Zwischenschritt. Das habe ich von jeder Brennnessel quasi die Haut abgezogen. Der Lucky hat sich immer noch nicht beruhigt. Ist aber auch blöd, wenn die Gänse da rumdurkeln. Ja, ihr werdet dann merken, dass ihr quasi ein breiteres Ende habt, nämlich da, wo der Stängel unter aus dem Boden rausgewachsen ist. Und ein schmäleres Ende, nämlich da, wo die Brennnessel oben aufgehört hat. Ich mache das dann immer so, dass die Stabilität halbwegs gleichmäßig ist. Eins in der Richtung und eins in der anderen Richtung. So. Das dritte, da kommen wir nachher dazu, da zeige ich euch dann noch einen kleinen Trick, nämlich wenn ihr jetzt hier einen knappen Meter habt, dann habt ihr nachher einen halben, dreiviertel Meter Schnur, je nachdem wie arg ihr drillet. Aber ihr wollt ja vielleicht mal 2 Meter. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch dann nachher. Das ist erstmal zur normalen Schnur. Ihr nehmt irgendeine dünne Faser. Das ist nämlich dann, um Material zu sparen. Weil wenn ihr es dann Knoten macht, dann sind schon mal die erste 3 cm weg und es muss ja nicht sein. Deshalb kann man sich damit so Faser behelfen, umwickeln. Lucky, du machst jetzt Pause und einen Knoten reinmachen. So. Ja. Bin ja heute ein bisschen dappig, ja? Genau so. Knoten rein. Und ihr merkt schon beim Knoten festziehen, dass es relativ stabil ist. So eine einfache dünne Faser. Und zweite Knoten drauf. Ja, ich habe beschlossen, kurze Machtwort zu sprechen. Ich hoffe, das hat gewirkt. Genau. Und jetzt ist im Prinzip immer dasselbe. Ihr müsst jetzt überlegen, wenn ihr das so dreht, was liegt euch lieber? Oder was liegt euch eher von der Handhabung? Nach vorne drehen? Oder also von euch weg? Oder zu euch her? Also ich mache es meistens von mir weg. So in die Richtung. So. Jetzt könnt ihr das so ein bisschen schon mal vordrehen, die ersten paar Zentimeter. Wenn ihr es von euch wegdreht, dann legt ihr es über den anderen Strang zu euch. Von euch wegdrehen. Zu euch herlege. Dann wieder das vordere, von euch wegdrehe und zu euch herlege. Das macht ihr immer. Umgekehrt könnt ihr das im Prinzip genauso machen. Ja, machen wir es nochmal geschwind auf. Dann müsst ihr aber bei euch anfangen, auf der vorderen Seite. Ihr dreht es erst zu euch her und legt es dann nach vorne. Ihr dreht es zu euch her und legt es nach vorne. So, aber mir ist andersrum lieber. Von mir wegdrehen und zu mir legen. Von mir wegdrillen und zu mir herlegen. Von mir wegdrillen und zu mir herlegen. Ihr müsst dann auch gucken, dass ihr das Ende regelmäßig enthättert. Genau. Von mir wegdrehen, zu mir herlegen. Von mir wegdrehen. Zu mir herlege. So, das mache ich jetzt nur ein paar Zentimeter und dann zeige ich es euch mal. Und vor allem, wie man dann das dritte mit einbinde. Bis gleich. So, das ging jetzt relativ fix. Ich habe es hier knapp 40 cm von der Schnur gemacht. Ja, das war jetzt ein paar Minuten. Ging wahrscheinlich auch deswegen schneller, weil es dicker ist. Ich habe sie selten so dicke Schnur gemacht. Zum Überreich ja eigentlich auch dünne. So, jetzt kommt dann irgendwann das Ende hier. Ja? Ihr könnt es auch abgestuft machen, dass quasi ein Ende weiter oben aufhört und das andere noch ein Stück weiter geht. Das ist nicht zufällig ähnlich gleich lang. Aber es geht jetzt nur ums Prinzip, wie ihr quasi die nächste Fasern mit ein drillt. Genau.
Nimm der Alpha das übrig gebliebene. Ich habe es hier relativ breite, das heißt, habe mich ja gerade eben dazu entschlossen. Das dritte, da fange ich jetzt mit dem dünnen Ende an. Und das haltet ihr einfach hin, da wo ihr angefangen habt. Und macht es genauso. So, verdrillen, von euch weg und zu euch herlegen. Dann das äußere wieder. Nach vorne drehen, zu euch herlegen. Nach vorne drehen, zu euch herlegen. Immer dasselbe. Jetzt habt ihr halt drei Stück. Ihr könnt es auch von Anfang an schon mit drei machen und dann nachher ein viertes mit einbinden. Das geht genauso. Jetzt bellt er mich gerade wieder auf, weil ich zu wenig bei ihm bin. Genau. Das mache ich jetzt bis zum Ende. Und dann machen wir zum Schluss noch den Abschlussknoten, so wie vorhin auch. Das zeige ich euch dann nochmal. Also, bis gleich. Ja, ich habe jetzt Perspektive ein bisschen verschoben. Übrigens ist eure Faser wieder aufgegangen, weiß der Hänger warum. Ja, ich habe das an beide Enden zusammengebunden, der Lucky hier bei mir abgelegt, dass wir hier Ruhe haben fürs Abschlusswort. Ja, wie gesagt, ich habe das Ende auch dann wieder einzelne Faser zusammengebunden. Und ihr dürft aber nicht überrascht sein, wenn es dann trocknet, dann dreht sich so ein bisschen wieder auf oder zumindest sieht es so aus. Aber die Stabilität ist nach wie vor ziemlich gut gegeben. Also habt ihr das öfters macht. Für was könnt ihr das nehmen? Für alles Mögliche, je nachdem wie dick ihr das macht. Ihr könnt einzelne Fasern nehmen zum einen Blumenstrauß zusammenbinden. Ihr könnt sowas in der Dicke machen als Gürtelersatz. Ihr könnt auch ein Stirnband draus machen. Wenn ihr dann ein Stirnband habt, so, dann könnt ihr das auch ein bisschen aufdrehen und Federn reinstecken, dann hält die ganz gut. Ja, ihr könnt es auch noch dicker machen mit noch dickeren Strängen, dann wird es auch noch stabiler. Und ich habe einmal gesehen, wie sich einer so eine dicke Schnur gemacht hat, um dann Feuer zu bohren. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Der hat anbohrt und zwei- oder dreimal Feuer damit gemacht. Sehr geil. Müssen mal gucken bei denen, die ich abonniert habe. Ich glaube, der Sascha ist das. Der Nice. Ich glaube, der war das, wenn ich mich nicht täusche. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn jemand eine Idee hat, wie man es noch besser, noch schneller, noch stabiler hinkriegt, darf er mir das gerne schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Projekt. Euer Andi. Ciao.